Hallo, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Heute mache ich mal wieder eine Handyhülle. Ihr seht schon, das ist so eine kleine Lederhandyhülle. Die kann man hier aufmachen und aufklappen. Und hier kann man dann sein Handy reinmachen. Komplett aus Leder. Innen drin ist noch ein bisschen Pappe, das werdet ihr gleich sehen. Man kann es natürlich auch aus unterschiedlichen Materialien machen, in unterschiedlichen Farben. Man kann auch noch vorne was draufschreiben, was draufkleben, was draufnähen. Da hat man wirklich viele Möglichkeiten. Vielleicht habt ihr Lust, das nachzumachen. Für die Handyhülle braucht ihr zwei Lederstücke. Das größere Lederstück hat eine Größe von 23,5 x 13 cm, also 23,5 x 13. Das kleinere Lederstück hat eine Größe von 15 cm x 13 cm. Dann braucht ihr noch eine stabile Pappe. Das ist einfach von einem Karton ein Stückchen. Und dieses Pappstückchen hat eine Größe von 15 x 12 cm. Außerdem braucht ihr eine Handyhülle für euer Handy. Also einfach nur so eine kleine Hülle, die kommt dann dahinter noch von innen rein. Zwei Druckknöpfe, Nadel und Faden und Heißklebe. Oder man kann natürlich auch Alleskleber benutzen. Es geht mit der Pappe und der Handyhülle los. Ich lege die Handyhülle hier so an den Rand der Pappe. Dann mache ich hier mit Bleistift eine Markierung. Die Maße, die ich eben genannt habe, waren übrigens für das iPhone 4. Wenn ihr ein größeres Telefon habt, dann müsst ihr natürlich auch die Pappe und das Leder etwas größer nehmen. Dann mache ich hier die Handyhülle so seitlich drauf und etwas mehr, also einen kleinen Rand lasse ich da noch, mache dann hier auch eine Markierung. Und dann lege ich das hier nochmal hin und mache auch eine Markierung. Außerdem braucht ihr Schere, Bleistift und Cuttermesser. So, die letzte Markierung. Da kann ich jetzt die Pappe einfach nochmal ein bisschen abschneiden. Die war also noch etwas zu groß. So. Und bei den beiden anderen Markierungen, da mache ich mit dem Cuttermesser einen ganz vorsichtigen Schnitt. An diesem Schnitt kann ich das jetzt problemlos knicken. So, und dann ist schon mal so das Innere von der Handyhülle fertig. Die Pappe kann ich jetzt schon mal auf das kleinere Lederstück draufkleben. Ich nehme das glatte Leder nach außen, also nach unten. Dann ist hier das Wildleder und darauf kommt so die Pappe, wobei die beiden Schnitte, die ich gerade gemacht habe, oben liegen. Und da einfach jetzt so mittig drauf. Das lege ich jetzt hier rechts an das große Stück dran. Obwohl links ist besser. Einmal links dran legen. Dann einmal so zuklappen. Und hier einmal draufklappen. So soll das Ganze hier hinterher aussehen. Und jetzt mache ich mir einmal hier vorne Markierungen, also hier, wo das Leder angrenzt. Also ich muss mir jetzt vorstellen, hier werde ich ja gleich die Druckknöpfe annähen. Einmal hier und einmal hier drunter. Deswegen muss ich jetzt hier einmal die Markierung machen, wo die Druckknöpfe hingehören. Ich lege die Hülle auch nochmal rein und mache nochmal den Test mit der Hülle, ob das dann auch genau an der Stelle ist. Ja, und das passt auch.
Hier nähe ich jetzt also das Unterteil an von dem Druckknopf und hier oben das Gegenstück. Ich habe mir jetzt die Markierungen gemacht, jetzt kann ich das Ganze wieder auseinandernehmen und dann genau an meinen Markierungen annähen. So, jetzt habe ich die vier Knöpfe hier angenäht und es passt auch. So, und hier außen, da das ja außen liegt und immer gesehen wird, habe ich mich besonders darum bemüht, dass die Nadel immer wieder in die gleichen Löcher gestochen ist, damit das wirklich so ein ordentliches Kreuz ist. So, hier sind ja die Knöpfe und hier klebe ich jetzt das Lederstück mit der Pappe rein. Ich trage die Heißklebe erstmal nur hier auf die Pappe auf. So, und es muss schnell gehen. Setze das hier genauso drauf, sodass die Lederstücke aneinander grenzen. Die Klebereste, die kann man einfach so wegziehen. So. So, besonders hier innen, da mache ich nochmal ein bisschen Heißklebe hin, damit es auch wirklich schön dicht ist hier und schön zusammengeklebt ist. Hier an den Rändern ist das jetzt ja auch noch so ein bisschen offen. Entweder kann man das Ganze jetzt wirklich schön mit Nadel und Faden hier noch zunähen, ganz ordentlich. Oder wer möchte, kann das auch einfach nochmal mit Heißkleber ein bisschen zusammenkleben. Ich werde es jetzt heute mit Heißkleber machen, aber es gibt natürlich auch diese Alternative, das zu nähen. Man kann natürlich auch noch eine andere Farbe benutzen, sodass sich das so ein bisschen als Kontrast absetzt. Das ist auch noch sehr, sehr schön, finde ich. So, und hier klebe ich das jetzt wirklich so Naht auf Naht. So, ich habe das jetzt wirklich richtig schön dicht gemacht hier. Das hält jetzt richtig gut. Und hier an manchen Stellen kommt noch so ein bisschen Heißklebe raus. Ist jetzt schon angetrocknet und das kann man dann einfach so rausziehen. Also nicht richtig rausziehen, sondern sagen wir mal abreißen. Und dann sieht man da auch nichts mehr von. Und ja, oder man kann auch einfach mit einer Schere dann nochmal vorsichtig mit einem Heißkleber entlang schneiden. So ein bisschen ungleich ist das hier an dieser Kante, deswegen schneide ich da einfach nochmal ein bisschen diesen kleinen Lederrest hier ab. Damit das auch wirklich alles schön gerade und glatt ist. So, und hier rein klebe ich jetzt noch die Handyhülle. Die Kamera kann man jetzt leider damit nicht benutzen. Man kann aber natürlich ohne Probleme hier auch noch ein Loch reinschneiden. Je nachdem, wo man dann die Kamera hat, schneidet man dann da noch ein Loch rein. Erstmal kann man dann mit der Schere ein Stückchen ein Loch reinpieksen und dann ein kleines Loch schneiden. Am besten dann auch noch mal um die Ränder alles ein bisschen festkleben, damit es dann auch wirklich schön fest ist. Und dann hat man eben auch noch das Guckloch für die Kamera. Ich mache das jetzt einfach mal so ohne. Man kann das Handy ja auch rausholen, wenn man dann noch ein Foto machen möchte. Und deswegen stört mich das jetzt gerade gar nicht so sehr. So. So, jetzt seht ihr, wie es aussieht mit Handy. Ich finde, das ist wirklich sehr schön geworden. Es war ja so einfach, wie ihr gesehen habt. Man braucht nur ein bisschen Leder, ein bisschen Pappe. Fühlt sich sehr stabil an und ja, schützt das Handy gut, sieht gut aus.
Ich bin wirklich begeistert, wie ihr seht. Wenn es euch auch gefällt, dann könnt ihr es ja einfach nachmachen. Schreibt mir auch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr es nachmachen würdet, ob ihr vielleicht ein anderes Material oder eine andere Farbe benutzen würdet. Das könnt ihr alles unten in die Kommentare schreiben. So, jetzt seht ihr, wie es aussieht mit Handy drin. Das war wirklich ganz einfach und man braucht nur wenig Material. Diese Handyhüllen sind ja wirklich total teuer und wenn man sich so eine ganz einfach selber machen kann, dann sollte man das doch wirklich nutzen. Wenn es euch gefällt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das auch in Grau schön findet oder ob ihr vielleicht eine andere Farbe benutzen würdet. Vielleicht auch ein anderes Material. Einige hatten sich ja auch schon mal zu Leder geäußert. Vielleicht habt ihr noch Vorschläge, welches Material man noch benutzen kann. Kunstleder oder vielleicht noch irgendwas anderes. Schreibt das einfach alles in die Kommentare. Ich freue mich auch über einen Daumen nach oben. Schaut meine anderen Videos. Ich habe schon einige Handyhüllen auch gemacht. Also so eine, das ist jetzt die erste, die so zum Aufklappen ist. Aber sonst auch noch ein paar andere. Auch Eva hat schöne Lumenband-Handyhüllen gemacht. Schaut da einfach überall nochmal rein. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!